Ja, was geht Leute bei einer neuen Folge dabei im neuen Video? Hier ist euer LP mit Mike und der liebe Nick ist auch am Start. Hallöchen. Hallöchen. So, ja, seit langer Zeit wieder mal ein Video, ein richtiges Video auf meinem Kanal, der immer noch LP mit Mike heißt und da wird sich auch nichts ändern mit einem Namen oder sowas. Ah ja, jetzt fragen sich die viele. Haben sie schon gefragt, wo war ich, wann kommen Videos, wieso keine Videos mehr kommen und. Die Fragen werde ich euch jetzt alle in diesem Video beantworten. Da beginnen wir jetzt erstmal mit der ersten, wieso ich jetzt sehr lange Zeit weg war. Und nur selten, wenn ich mal Livestreams gemacht habe, nur selten und ganz kurz. Dings auch fast keine Videos mehr gemacht habe über 2 Monate. Das ist auch keine Ahnung. Ja, Leute, ihr seht das gerade. Ich bin raus aus den ganzen. Ich kann. Okay. So. Ich habe mir vorgenommen, wieder aktiv Videos zu machen. Wieso ich weg war, ist aus Gründen. Ich hatte viel geübt für die Fahrschule. Und halb andere Dinge noch zu tun, was vorgeht. Ist natürlich auch selbstverständlich, dass man das vorzieht. Und ich kann euch sagen, das hat es auch viel gebracht, dass ich erstmal mir eine Auszeit genommen habe, weil ich froh bin, dass erst beim ersten Mal gleich so die Fahrschule bestanden habe. Und ja, jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Das ist so. Jetzt, das werden sich wahrscheinlich auch viele fragen, kommen überhaupt noch Videos, werden auch Livestreams überhaupt noch kommen und so und so und so und weiter. Ich kann euch schon mal erleichtern, ja. Es werden nach diesem Video, wenn ihr das anseht, Videos folgen, wieder aktiv. Zum Beispiel auch mal ab und zu mal wieder GTA oder so. Fortnite natürlich auch noch. Für die Leute, die jetzt auch mich neu abonniert haben durch Fortnite die letzten Jahre oder Monate, wird natürlich auch noch aktiv kommen oder aber trotzdem noch GTA und sowas, Musikvideos. Vielleicht, ich plane ja schon die ganze Zeit immer Vlogs zu machen, ob sich das lohnt auf diesem Channel, aber ich hauptsächlich eigentlich ein Gaming-Channel bin. Aber man kann es ja mal versuchen. Ja, wie gesagt, wenn ihr Videoideen und sowas hättet, einfach in den Kommentaren reinschreiben und vielleicht sind da gute Ideen dabei, die man nehmen kann und vielleicht irgendwie ja wieder eine aktive Community aufbauen kann. Leute, ich weiß, ich war in letzter Zeit auch sehr inaktiv und das merke ich auch, wenn ich mal ab und zu mal gestreamt habe, weil da kamen höchstens 2 bis maximal 4 Leute. Ja, Leute, das ist nicht eure Schuld, das ist meine Schuld am meisten, weil ich sehr lange Zeit inaktiv war da und so. Aber das werden wir schon hinbekommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotzdem aktiv jetzt wieder werdet auf meinem Channel und auch die Videos aktiv guckt und fleißig liked, kommentiert natürlich. Und ja. Ja, jetzt spreche ich noch das an, was ich eigentlich nicht mehr ansprechen wollte. Das Gewinnspiel, Jungs. Ja. Fragen sich bestimmt auch tausende Leute: Oh, Digga, du hast ein Gewinnspiel gestartet. Warum löst sich das nicht auf? Und. Ja. Ja, ich werde das komplett alles so machen wahrscheinlich, dass die Videos verfallen,
Also ich werde jetzt nochmal alles neu aufrollen, das nochmal neu gestalten mit den Gewinnspielen halt. Die Leute, die halt jetzt schon mitgemacht haben beim letzten Gewinnspiel, das machen wir dann halt so, dass die etwas mehr Vorteil bekommen als gegenüber die anderen. Aber natürlich die anderen auch irgendwie was das war, das machen wir schon irgendwie. Und Leute, ich habe geplant, weil ich meinen eigenen Dings-Server jetzt hier habe, aber heißt noch kein Code, aber wir haben hier Dings fleißig gebaut und hier ist nämlich auch noch Verbesserungsarbeiten zu machen. Habe ich gedacht, dass man im Kreativmodus hier auch irgendwie mal so spielen könnte, so verstecken oder sowas. Oder keine Ahnung, bisschen Action, gemeinsam fighten auf der Map. Ja, genau. Aber dazu kommt auch nochmal eine Map-Vorstellung. Also, ich bemühe mich dran, so viele Videos zu. Ding, so. So viele Videos wie möglich zu machen. Alle 2 Tage, schätze ich mal. Ich setze mich mal so auf alle 2 Tage. Knapp ein Video, wenn es gut läuft. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Oder habe ich was vergessen, Nick? Nö. Achso, und was ich nochmal zu Schluss sagen wollte, danke, dass ihr mir auch so treu geblieben seid, dass die Abonnenten haben sich eigentlich gesteigert in der mittleren Zeit, wo ich kein Video gemacht habe. Ja, vor wo ich aufgehört habe, hatte ich glaube ich 1670 oder so, ne? Und jetzt einfach, wo ich die ganze Zeit nichts gemacht habe, jetzt habe ich 1680 oder 82, also Jungs, ja moin, Digga. Es steigert sich einfach, obwohl ich nichts gemacht habe, aber Leute, es kommt wieder was aktiv. Und das wär's jetzt mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gelabert habe und wie oft ich jetzt einfach und gesagt habe oder sowas, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass jetzt kein 10-Minuten-Video sein wird, weil ich keinen Bock auf Ich Schneiden bin schon habe. beim Papa am Garten. Und ja, das wär's gewesen. Ich bin raus, hau darin und ciao.